Hallöchen, morgen ihr Lieben. Wir sind heute wieder mal in Franken in meiner Küche unterwegs und heute wollen wir mal einen süßen Zucchini-Kuchen backen. Zucchini gibt es ja in allen Varianten. Lange, runde, grüne, gelbe, gestreifte. Ich habe jetzt heute mal einen langen genommen. Wir brauchen heute eine Springform, 26 Durchmesser. Und noch ein paar Zutaten, aber das geht eigentlich wirklich schnell, unser Kuchen. Wir beginnen jetzt. Zuerst schlagen wir unsere Eier ein bisschen auf und geben unseren Zucker dazu und rühren das ein bisschen cremig. Unser nächster Schritt. Wir geben jetzt unser Öl und unsere Milch dazu. Also wir brauchen insgesamt 1/8 Liter Flüssigkeit. Und zwar mache ich da halbe halbe, also halb Milch, halb Öl. Das geben wir jetzt auch gleich mit rein. Rühren es nochmal kurz unter. Als nächstes gebe ich meinen Kakao und meinen Zimt mit rein. Und jetzt das Mehl mit dem Backpulver. Also Mehl siebe ich immer ein bisschen durch, weil es kann doch mal sein, dass eine Spelze oder ein bisschen Klumpen mit drin ist. Da, ein bisschen. Oh, das verrühren wir jetzt nochmal miteinander. Noch unsere gemahlenen Nüsse dazu. Ich habe heute gemahlene Haselnüsse, ihr könnt aber auch gemahlene Mandeln nehmen oder gemahlene Walnüsse. Das ist ganz egal. Die verrühren wir noch und dann machen wir uns erst an den Zucchini ran. Unsere eigentliche Grundmasse ist jetzt fertig. Die stellen wir uns jetzt einfach einen Moment zur Seite. Ist auch ganz gut, dann kann nämlich das Klebeeiweiß und die Stärke im Mehl jetzt ein bisschen arbeiten. Und jetzt machen wir erstmal unseren Zucchini. Also wir brauchen so circa 200 Gramm geraspelten Zucchini. Ich sage ja immer, bereitet vor, aber dieses Mal werden wir den nicht vorher raspeln, weil der Zucchini beinhaltet ja sehr viel Wasser. Und wenn wir den am Anfang gleich raspeln, bildet sich zu viel Flüssigkeit. Und dann geht unser Kuchen nicht mehr so schön auf. Deswegen machen wir den jetzt erst, wenn wir ihn brauchen. Wenn ihr einen kleinen, ganz frischen Zucchini habt, wo die Schale noch richtig schön weich ist, könnt ihr den natürlich im Ganzen verwenden. Ich habe heute einen, da ist die Schale schon ein bisschen fester. Also werde ich die jetzt mit dem Sparschäler erstmal grob abschälen. Ihr schaut bitte mal innen rein. Also mein Zucchini hat wirklich noch ganz zarte, feine, kleine Kernchen. Die können wir dann auf jeden Fall mit verwenden. Wenn die Körner oder die Kerne schon sehr fest sind, müssen wir das natürlich mit dem Löffel rausnehmen und jetzt brauchen wir so circa 200 Gramm. Also wenn es ein paar Gramm mehr sind oder ein paar Gramm weniger, ist es nicht so schlimm. Nur so ungefähr 200. Die müssen wir aber jetzt wirklich echt frisch raspeln, damit er nicht so viel Flüssigkeit zieht. Bei mir waren es jetzt 215 Gramm, die nehme ich auf jeden Fall, das ist kein Problem, ein paar Gramm hin oder her. Bevor wir die reingeben, schalten wir schnell noch unseren Ofen an. Wir brauchen heute 160 Grad Umluft. Und jetzt geben wir unseren Zucchini, unseren geraspelten, in unsere Grundmasse. Und dann rühren wir das mal unter. Also ich nehme für das Unterrühren jetzt so einen Teigschaber, weil wenn wir es jetzt mit dem Mixer machen, dann hängen die ganzen Zucchini im Mixstaub. So, heben wir einfach schön runter. Meine Kuchenform habe ich schon vorbereitet. Also das ist das, was ich am Anfang immer gleich mache, wenn ich das Backen anfange.
Ich bereite mir meine Kuchenform vor. Jetzt füllen wir unseren Teig hier rein. Wenn unser Ofen jetzt die 160 Grad erreicht hat, kommt der Kuchen für 30 Minuten rein. Und dann nehmen wir ihn raus, lassen ihn ein bisschen abkühlen und dann kommt auf den Springform so ja ein Drittel bis eine halbe Kuchenglasur drauf. Also ich nehme immer die dunkle Schokolade, weil ich mag es einfach nicht so süß. Ich bin kein Freund von der Vollmilch, aber ihr könnt auch Vollmilchschokolade nehmen. Und wenn ihr jetzt wirklich viel Zucchini habt, könntet ihr euch auch das Grundrezept verdoppeln, könntet euch ein Backblech machen und könnt euch auch den Kuchen wunderbar eingefrieren, wenn er fertig ist. Dann würde ich aber die Glasur erst drauf machen, wenn er eine rausnimmt. Das ist ein ganz leckerer Kuchen, der ist wirklich super saftig. Und jetzt wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß beim Nachbacken und viele liebe Grüße aus Franken. Tschüss! Die Backzeit ist um. Ich habe auch mal eine Zahnstocherprobe gemacht, also wirklich perfekt. Wenn ihr den heute noch essen wollt, beziehungsweise zeitnah, lasst ihn bitte in der Form auskühlen und gebt dann eure Glasur in der Form drüber. Da habt ihr nicht so viel Verlust von der Glasur und auch nicht so viel Schweinerei überall.